Auf einer Fahrt durch Augsburg zeigt uns Jesse Maaßen, der schon ein Interview über rituellen Missbrauch bei Bewusst TV gegeben hat, den Kinderstrich Zeichen und Symbole. Wir möchten eine Warnung aussprechen. Dieses Thema kann sehr belastend sein, denn es führt Sie in eine sehr düstere Parallelwelt. So, ich habe dir schon mal diesen Text gezeigt. Willkommen im Kinderstrich. Wenn du hier mit diesem Text, das was du jetzt hier siehst, mit dieser 17, das heißt, alles unter 17. Ja, das muss man mal lesen, du. Ja. Okay, das ist eine 1, 10, 1, ja, wenn man es weiß. Und dann drunter das U. Okay. Das heißt also unter 17. Also, und vorne etwas mit dem B1, das weißt du schon, was das ist. Okay. Ich bin ja sogar freundlicher Mensch. Hier kommen wir auf unter 15. Mhm. Also. Ja, toll. Ja. Das ist recht witzig, ne? Ja, heftig. Okay. Hier, das geht's ist jetzt richtig, hier geht's rein. Das ist einer von diesen sogenannten Clubs, wo du hier gar nicht reinkommst. Du siehst auch Videoüberwachung und so weiter, Ausfahrt Freiheit, liegen wir vom Parkamt, bla bla bla. Das muss ich bald weiter fahren, hinterher kommt einer. Okay. Und du siehst jetzt vorne wieder Forest, das ist das. Das ist lustig, das ist das Rathaus von Druckgebäude. Also genau das Rathaus und hinten dran der Kinderstrich. Ne? Das ist unglaublich. Vor den Augen der Politiker. Da willst du es, weil das ist nämlich auch schon Polizeirevier 1. Mhm. Also gleich nebenan. Also. Und da werden die Kinder auf den Strich geschickt. Da werden die Kinder neben Polizeirevier. Neben Polizei, das ist das Polizeirevier. Polizeirevier 1 und da ist das Rathaus. Rathaus, ja. Geil. Super, das ist ja. Also. Besser konntest du nicht die Tür, die Klinke in die Hand geben. Also, hier laufen die Bullen in Zivil rum und gucken, dass die Jungs einen richtigen Job machen. Echt? Ja. Übrigens geht es auch weiter mit Strich und so weiter. Geht hier lang, also ich kann jetzt hier einmal im Kreis fahren. Mhm. Die Kids, was hier stehen, werden verkauft. Toll. Deswegen ist auch ein bisschen der Kamera etwas nervös. Aber das wollte ich jetzt garantiert nicht haben. Es ist eigentlich mehr so die Begriffe, dass hier alles erlaubt ist. Also hier werden auch Kinder, wenn es ist, für alles Mögliche angeboten. Da wurde ich zum Beispiel mit eingesetzt hier drauf. War für mich die Hölle. Das Problem ist einfach, in Augsburg es hat so viele enge kleine Gassen, man kann sich hier wunderbar verstecken. Durch die Katakomben, man hätte einfach keine Kinder schneiden. Also ich glaube, hier allein in Augsburg habe ich mindestens sich selber, also Minimum 15 Kinder sterben sehen. Drei davon mal meine Freunde. Einen von diesen Freunden muss ich mitwerfen. Das ist noch die Crow, das ist eine Zuhälterszene, das ist eine Zuhälterkneipe, allerdings nicht für Kinderstrich. Mhm. Praktisch. Mhm. Hier ist das Bistum, wo Kardinal Mixer drin war, mhm, wo auch der Ratzinger öfters ihn gesucht hatte. Und hier ebenfalls, und da unten ist nochmal eine Katakombe drin, die könnte man alles wieder reingehen. Wir möchten Sie an dieser Stelle warnen. Bitte versuchen Sie nicht auf eigene Faust etwas gegen diese Menschenhändler zu unternehmen, wenn Sie meinen, die Zeichen irgendwo erkannt zu haben. Diese Gruppen sind skrupellos, brutal und gut vernetzt. Auffällig an dieser Situation ist, dass man zwar Kinder spielen hört, aber man hört keine Kinder lachen. Ich kann über diesen Block so gesehen nicht viel sagen. Ich weiß bloß eins, dass wir auch damals Kinder spielen mussten. Andere waren gezwungen zu spielen. Und dann kommt einer und sagt den. Nee, die sprechen gar nicht. Es ist nur Zeichensprache. Mhm. Und wir müssen mit denen sprechen, den Kopf nicken und es auch danach gehen. Das hier ist zum Beispiel so ein typisches Bisschen. Die sind bescheuert, aber es ist so. Die stehen mitten auf dem Weg, die Torschule. Okay, und das ist kein Zufall, das bedeutet jetzt, da kannst du... Richtig. So. Was in Polen die aufgestellten Kinderwegen sind, bedeutet hier einfach Kinderschuhe auf dem Gehweg. Hier ist eigentlich eine neutrale Zone, das heißt in Klartext,
dass hier eigentlich kein Zuhälter irgendwo einen Revieranspruch hat, aber er darf seine Kinder hier einfach spazieren gehen lassen, auf Deutsch gesagt. Mhm. Das heißt, hier hat keiner etwas ein Revier von anderen oder so, sondern hier sind einfach alle friedlich zusammen, habt so die Kinder werden gepickt. Entweder untereinander, miteinander, wie auch immer. Okay. Der Kunde bestimmt. Das ist kein anderer. Das hier ist ein Revierbezeichnung. Mhm. Also, das haben wir Schablone gemacht, oder? Ja, das haben wir Schablone gemacht. Ist das ein Teufelchen, oder? Du, kann ich dir nicht sagen, die sind erst seit 5,5 Monaten aufgetaucht, sind aber scheinbar ziemlich bestialisch. Aber mehr Mädchen gegenüber, nicht Jungs. Jugendliche Straftäter auch rausgelassen werden. Ach so. In der JVA. Ja. Das glaube ich irgendwie. Nie wieder da, das ist mein Lieblingsspruch. Ja. Das hat ein deutscher Dozent in Ausländer geschrieben. Also hier ist auch etwas für Jugend, die werden hier ein bisschen durchtherapiert und alles drum und dran. Aber wie die Therapien einzeln aussehen, will ich mir jetzt nicht drüber auslassen. Haben etwas skurrile Lernmethoden. Mhm. Die Betreuer. Da sehen wir das Bischofstum wieder von hinten, so gesehen. Wo wir vorhin getrunken sind. Sprich, Razzi home. Ja. Wichser home. Ich glaub's gar nicht, du hast ja gerade selber erlebt, was du in deinem Rundgang hier alles gesehen hast. Alles ja. Auf einem Ort. Vielleicht das. Schön, wenn ich aufwachen würde und nichts von all dem wäre wahr, je geschehen. Das wäre schön, ja. Würden wir uns wünschen, glaube ich. Wenn ich rufe, jetzt sind wir voll zur Hölle, weil Kirche, Landesregierung und Polizei und wie auch immer, sieht anders da aus. Und ich glaube, du hast auch nie gemerkt, dass wenn Kinder so viel aufeinander sind, dass die echt nicht lachen. Ja, stimmt. Dort neben dem Nudelbar war früher eine Gay-Disco und da habe ich zum ersten Mal Hilfe erfahren von Gays, wie man eben andere Kinder befreit hat. Mhm. Da ist der Bahnhof, da ist ungefähr der Kinderstrich ab, kannst du sagen, ca. 14. Aber es sind, die meisten sind freiwillig. So blöd klingt, also ja. Warum man das freiwillig macht. Aber da gibt es schon einige, die lassen sich auch buchen, zwar kriegen die horrendes Geld dafür, dass sie eben andere Kinder Zwangsverpflichtete schlagen können und alles Mögliche. Da werden noch richtige Vergewaltigungsszenen teilweise gedreht. Von Leuten, die es freiwillig machen und freuen sich, dass sie den anderen erniedrigen können. Also, schön. Habe ich leider das oft genug gehabt. Wir haben sie immer dann insidermäßig Kinder der dritten Kategorie genannt. Freiwillige, die Hauptsache, sie können foltern und schlagen. Können sich ein bisschen aufleben. Ich glaube, das erste Mal, wo wir missbraucht wurden, war mit 9 Jahren am Schliersee. Da waren wir ja gerade beim Chris besuchen, weil unser Vater in Bad Aibling am Big Ear beruflich eingesetzt war. Und da war sie eben am Boot, wo dann diese Typen da gekommen sind und haben uns gefragt, ob wir sie mit rübernehmen können, mit unserem Segelboot auf unsere Insel. Haben wir ja auch getan und ja, wir waren Kajütsegler. Und plötzlich hat mein Bruder geschrieben, Chris und ich waren oben am Deck mit dem anderen Mann, der hat einfach das ganze Mal vor ihm uns enthalten. Dann hat mein Bruder geschrieben, sind wir runter, hat mein Bruder schon das Messer an der Bühne. Und dann nach dem Motto, tut was ihr wollt, was wir euch sagen, sonst habt ihr ein Problem. Und die hatten den Dienstgrad vor unseren Eltern gewusst, die wussten, wer wir sind, wo wir stationiert sind, welchen Junior-Kadettenrang wir hatten, dass wir gerade angefangen haben und so weiter und so weiter. Also die wussten alles über uns. Und naja, mein Bruder hat am Hals schon ein bisschen geblutet, also haben wir halt getan, was sie gewollt haben von uns. Das war dann auch Vergewaltigung, oder wie? Ja, also es ist keiner in uns eingedrungen, wenn du es meinst, damals, aber wir mussten den halt einblasen und haben uns auch geschlagen und alles drum und dran und halt mussten ihm unsere Unterwäsche aushändigen, also man sagt halt kein Wort, sonst seid ihr halt dran. Und wo ich dich jetzt hinbringe, das ist unsere Junior High School gewesen, mittlerweile ein
Gehörlosen und Taubstummenschule oder sowas ähnliches. Das ist hier jetzt. Mhm. War früher ein hässlicher Block, mittlerweile ist es schon renoviert worden. Und das hier ist alles Sheridan-Kaserne. Das Gebäude hat es früher auch nicht gegeben. Das ist relativ neu hingebaut worden, beziehungsweise renoviert worden. Da war früher so ein Basketballplatz gewesen. Und ein Baseballplatz. Das war unser Schulweg von der Schule hier hinten rum und die Holzhütte. Haben sie uns wieder aufgegriffen und dann mussten wir dieselbe Tour wieder machen. Also mussten wir uns wieder ausziehen und naja, wieder blasen und lauter so Scheiße. Allerdings gefickt wurden wir von denen nicht. Mhm. Hatte aber einen Grund, wir waren als Jungfrauen wertvoller. Die hatten den Auftrag, uns nicht zu ficken, was er schon gesagt. Mhm. Demütigen ja, unterdrücken auch, aber nicht ficken. Hier bitte noch Möglichkeit nicht filmen. Das ist Edelplatz. Sieht man zwar nicht an, aber hier finden alle mögliche Scheiße an und so weiter. Und ist die High Society. Und naja, weißt du, was ich meine? Mhm. Da waren früher Lagerstätten, Munitionsbunker und allen möglichen Scheiß. Deswegen auch alles einzeln abgezäunt, wie du hier siehst. Und später, als sie dann geöffnet wurde, haben sie es noch ein bisschen Geld verdient und haben dann das alles an Hobbywerkstätten gemacht. Aber das ist ja alles kontaminiertes Scheißgebiet hier. Also im Prinzip wurden sie krank, wenn hier einer rumgemacht hat. Aber hier haben sie auch viele Zuhälter getummelt und so weiter nach der Öffnung. Mhm. Also radioaktiv verseucht hier. Ja, auch. Also nicht nur radioaktiv, sondern auch Pestizide und lauter Scheiß. Das hier ist der Dirty Chair. Ja. Musst du dir den Hype und den Amerikaner so genannt. Das musst du dir vorstellen. Hier waren. Der ganze Platz war voller Soldaten, weil der Gouverneur hier gekommen ist und wir als Kadettenschüler mussten ja die Fahne hissen. Und das ist das, wo ich dir gesagt habe, wo wir den Kondom hochgezogen haben auf Topmast und der amerikanische Flagge auf Halbmast und 2000 Soldaten ungefähr waren so da gestanden. Das führte dazu, dass wir endlich aus Augsburg rausgeflogen sind, weil keiner, war Fahnenbeschmutzung pur. Keiner durfte uns mal reden und so weiter. Und dann musste auch unser Vater einwilligen, dass wir von Augsburg weg konnten. Und eigentlich wollten wir das ja hier von, ne? Ja, weil wir weg wollten von hier, wir wollten ja nicht mal zu diesen scheiß Wichsern, denen wir ständig ihren blöden Schwanz in den Mund nehmen mussten. Mhm. Und da war uns einfach jedes Mittel recht, um hier wegzukommen. Wir haben auch Angst gehabt, weil die sagten, wenn wir das Maul aufmachen, dann schicken sie unseren Vater in den Irak, mhm, im Krieg. Und das war ja gerade der Zeit des ersten Irakkriegs. Mhm. Ja, also, dann hätten sie gesagt, dass meine Stiefmutter zum Krieg kommt, die hätten wahrscheinlich weitergemacht, aber. Nicht unseren Vater. Es war für uns also absolut normal, dass wir ihm nichts erzählen, schweigen. Er war auch Gott sei Dank nicht so oft da, sonst hätte er gemerkt, dass mit uns irgendwas nicht stimmt. Aber dadurch, dass er Gott sei Dank nicht so oft da war, hat er das nicht mitbekommen. Da muss ich wiederum sagen, im Nachhinein tut mir meine Stiefmutter fast leid, weil sie musste unsere Laune ertragen. Ja. Komm, gib ihm was zum Essen, oder ich. Also, wir mussten immer schön schlank sein, also waren wir bei denen auch immer unterernährt. Hm. Und das hier ist der Pier jetzt, der ehemalige. Leider schon mittlerweile gut abgerissen, aber der vordere Teil, wenn es um die Dachwohnung wäre, gibt es Fotos von uns, wo das ganze, sag mir, wie hat das geheißen, Star Wars Puppen zu sehen sind und so weiter, da wurden wir regelmäßig missbraucht. Mhm. Aber von diesem Ding sieht man nicht mehr viel. Und das da ist die Gospel Church, dieses Weiße. Ah ja. Jetzt musst du dir vorstellen, wie wir eigentlich von unserer Stiefmutter jüdisch erzogen werden sollten. Und wir als Kinder waren immer bei den Schwarzen in der Gospel Church rumgehängt und haben unsere Partys gefeiert. Also einfach cool, weil da konnten wir sogar Breakdance mitten im Gottesdienst. Das ist nicht aufgefallen bei den ganzen anderen. Also ich fand's cool. Und da hinten, in diesen oberen Stockwerken, der zweite Fenster von drüben, da hat Mike gewohnt. Der auch so aussah wie wir. Also, wo man meint, das könnte unser fehlender Drilling sein, jetzt im Nachhinein. Wissen tue ich natürlich nicht hundertprozentig. Mhm. Und grün. Okay. Ja, für mich bin ich etwas abgelenkt, weil ich für mich mag gerade die ganze Vergangenheit wissen. Mhm. Auch das. Heißt Hotelturm. Wurde auf einem alten deutschen Bunker gebaut. Und der Witz ist, da oben gibt es zwei Scheinwerfer, die siehst du jetzt momentan nicht. Und wenn die beiden Scheinwerfer an sind, dann heißt es für den Kinderstrich, für alle Beteiligten,
dass der Kinderstrich über den Dächern stattfindet. Wenn sie aus sind, heißt es, der Kinderstrich findet auf den Straßen statt. Hm. Also, und da das das höchste Gebäude von ganz Augsburg ist, läuft alles darüber. Echt? Ja. Das ist ja unglaublich. Übrigens, diesen Kinderstrichbunker, auf Deutsch gesagt, wurde auch natürlich Waffenhinterschreiber untergebracht, weil da war nicht immer nur ein gewöhnlicher Knast, während er hier seine Haft gewartet hat, bis auf seine Gerichtsverhandlung. Also direkt an der Quelle, oder? Ja, war direkt an der Quelle. Ja. Ich meine, ich fand das schon cool, weil du hattest natürlich schon als Kind ein paar mehr Freiheiten als wie die Deutschen. So. Allein in meinem Fall, ich konnte mit 13 Jahren meinen 76 Kubik-Führerschein machen und so weiter. Konnte halt eben im Gesamtgelände ein bisschen rumfahren und so, aber durfte halt nicht auf die Straße von Deutschland nur mit Ausnahmegenehmigung und bla 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 und schieß mich zu oder was. Und dann halt ohne Kennzeichen mit einer 125er dann durch die Maxstraße geschossen bin, weil was wollten sie machen? Ich konnte maximal die MP aufhalten und von der MP hätte ich halt vielleicht ein paar mit dem Schlagstock in die Rippen bekommen und dann wäre es die Sache gewesen. Also, natürlich habe ich die MP gefürchtet, weil mit denen war nicht zu spaßen. Bloß mein Vorteil diesbezüglich war einfach noch, sag ich mal ein bisschen ganz grob, Sohn von Captain John Merson. Also hatte schon ein bisschen Privilegien diesbezüglich. Mhm. Die war natürlich überhaupt nicht rausgekostet worden. Aber es war auch eine Rebellion. Trotzdem muss ich wieder sagen, bis zu meinem 9. Lebensjahr hatte ich eine Traumkindheit. Bis zu dem Zeitpunkt am Schneesee. Und auch dieses Dreivierteljahr im Internat, wo ich gewesen bin, war in Düsseldorf. Es war ein Dreivierteljahr lang toll. Es war schön. Bis dann kamen eben genau die Betreuer, die uns hier am Schneesee und eben hier immer wieder aufgegriffen haben. Und dann war es eben der Punkt, wo sie uns eben in diesem Internat versteigert haben, an den Meistbietenden. Und dann wurde unsere Jungfräulichkeit sozusagen nach Berlin vergessen. Anfang hat alles relativ harmlos angefangen. Wir sind wieder wie üblich, haben uns nachts rausgeschlichen, waren am Baggersee, haben da gebadet, sind dann wieder zurück, wollten uns in die Betten schleichen, wurden dort erwischt. Und zum ersten Mal hat es nicht geheißen, nach dem Betreuerwechsel wohlgemerkt. Vorher haben die Altbetreuer immer gesagt gehabt, ja, das ist der Küchendienst. Mein Gott, damit konnte man leben. Wir hatten sogar Spaß in der Küche. Und war für uns so gesehen keine kodartige Bestrafung. Und als die neuen Betreuer kamen und uns zum ersten Mal erwischt, hat es geheißen, tja Jungs, dreht mal ein paar Runden. Sind wir auf die Aschenbahn, mussten dann, glaube ich, einen Kilometer erstmal laufen. Nein, wir waren zu dem Zeitpunkt 10 Jahre alt. Das ist ein Kilometer mit 10 schon ein bisschen heftig. Mhm. Und haben wir auch gemacht. Danach haben wir gedacht, das war es gewesen, war aber nicht so. Wir hatten nichts zum Trinken, gar nichts, dann haben sie uns mit den Klamotten einfach in die Sauna geschickt und sagten, also ausziehen ist nicht, ihr bleibt so wie ihr seid und bleibt immer so in der Sauna. Hm. Und das war dann schon körperlich für uns ziemlich heavy. Betreuer war drin mit seiner Badehose, hat uns dann geguckt, so, ihr könnt ihr schwitzen, dass wir auch ja nichts ausziehen. Und ich weiß nicht, wie lange wir drin gewesen sind, kann ich dir nicht sagen. Danach hat es wieder geheißen und jetzt läuft auf der Aschenbahn. Nochmal einen Kilometer. Und wenn einer zurückbleibt, 2 Kilometer. Also haben wir zum ersten Mal angefangen, uns wieder zu stützen und aufzupassen, dass keiner zurückbleibt von uns. Mhm. Und haben wir dann auch getan. Und wie wir dann diese Strecke geschafft haben, haben sie uns wieder in die Sauna gesteckt. Und da habe ich dann schon bei meinen Freunden und ich glaube, ich habe auch teilweise Sekundenschlaf gehabt, sind wir schon auf der Bank eingepennt, so zwischendurch und haben sie wieder geweckt. Ja, und dann haben sie auch der eine Typ, der auf uns aufgepasst hat, wieder aufgeweckt. Dann hatten wir zum ersten Mal was zum Trinken bekommen, das haben wir natürlich sofort gerne angenommen. Und ich muss sagen, von der heutigen Standpunkt aus glaube ich, dass was drin war, damals als Kind, für uns war es Wasser, das hat neutral geschmeckt. Und wir haben es runtergekippt, so durch die, wie wir gewesen sind. Mhm. Bloß danach war das so, dass alles für uns Schwerstarbeit war. Also sprich, Finger zu heben war extrem schwer. Also überhaupt einen Fuß vor dem anderen zu setzen war schwer. Und
dann kam eben der Befehl in der Sauna drin, jetzt können wir uns ausziehen, was wir natürlich auch sehr gerne gemacht haben, anfangs. Aber kaum hatten wir unsere Sportjacke geöffnet, hat es geheißen, nein, nein, gegenseitig ausziehen. Mhm. Und dann glaube ich, waren auch mehr Leute mit der Kamera da gewesen und haben das glaube ich auch gefilmt, wie wir uns gegenseitig ausziehen mussten. Und das Komische war, ich glaube, es war für uns gar nicht mehr so viel Gegenwehr vorhanden gewesen, dass wir es getan haben. Also ich weiß nicht, es war alles etwas komisch, dubios. Und ich weiß nur noch eins, ich musste dann die Klamotten von einem, von, ich glaube es war Steve, Steve war aber kleiner als ich, also ich habe damals glaube ich Schulgröße 40 schon gehabt und Steve hatte 39 oder sowas in der Richtung. Jetzt musste ich mit den kleinen Schuhen wieder rennen. Ich weiß noch nicht, ob wir einen Kilometer geschafft haben, kann ich auch nicht sagen, weil wir sind alle irgendwo zusammengebrochen. Sie haben uns dann wirklich total fertig in den Fitnessraum gebracht und in den Fitnessraum waren noch andere Männer, ich kann aber auch nicht schreiben, wie oder was. Ich weiß bloß eins, wir wurden versteigert wie in einer amerikanischen Versteigerung. Erster, zweiter, zum dritten und Zuschlag und so weiter. Mhm. Und als ich dran gekommen bin, dann weiß ich gar nicht mehr. Es ging alles relativ schnell danach. Also es war. Irgendwo hat mich dann einer mitgenommen, dann haben wir auf das Matratzenlager geschmissen, das wurde dann die Sportmatratzen aufeinandergelegt, so ein Wagen, so ein Matratzenwagen war das gewesen. Hat er mich draufgeschmissen und bevor ich irgendwie gesehen habe, war ich ausgezogen. Wehren konnte ich mich wirklich, ich weiß nicht, kann es nicht sagen. Ich habe es versucht und ging irgendwie nicht. Mhm. Und dann kam nur die stechenden Schmerzen und da hat mich aufgehört. Ich glaube, ich habe sogar danach geblutet oder so. Aber ich weiß nicht. Ich weiß bloß noch, wie er rumbesaunt hat. Ich war der geilste Junge, den er je in seinem Leben gehabt hat. Also konnte ich mir auch voll was kommen. Auf jeden Fall von dem Augenblick an hat es geheißen, das ist euer neuer Zuhälter, die gehört sie. Das war eben dieser Fabio. Danach gab es dann regelmäßig Vergewaltigung oder was? Danach war das Tagesordnung. Ich meine, ich habe damals Motocross gelernt bekommen und war ja in diesem Sportinternat und wollte dort eben Motocross-Profi werden. War ja mein großer Kindheitstraum. Schön groß vom Getriebeganges drin. Und naja, im Endeffekt war gewesen, war ihnen jedes Mittel recht. Sie wollten unsere verschwitzten Klamotten haben, sie wollten unseren Schweiß lecken. Das war noch das Harmloseste. Wir waren damals die Fußfetischisten am liebsten gewesen. Mhm. Der Maxim war noch ein paar Mal auf die Fußsohlen geschlagen und danach haben sie uns gehen lassen. Aber sie haben uns nicht gefüttert, da mussten wir blasen oder so. Mhm. Aber es gab wieder andere, die denen hat es richtig Spaß gemacht. Die haben einfach alles gemacht. Angefangen vom Fesseln bis Auspeitschen. Die wollten, dass wir schreien, die wollten, dass wir weinen und als sie abgespritzt haben, haben sie angefangen, uns zu trösten. Andere meinten, wir wollten das so. Kann man sich natürlich schon einreden dann. Ne? Weil er ja auch nicht widersprochen hat. Ne? Am schlimmsten waren die Videodrehs, wenn wir uns irgendwelche Drehorte mitgenommen haben. Hat irgendeiner scheiß perverses Drehbuch geschrieben und wir mussten uns dran halten. Man musste es explizit einhalten. Hm. Natürlich auch mit 10 wiederholen, bis es für ihn gut genug war und alles dran. Es wurde immer mehr gesteigert. Mit 12 mussten wir schon beim ersten Mal beiwohnen, wie einer von uns das wurde gefoltert wurde. Mussten wir beiwohnen, wohlgemerkt. Kurz danach mussten wir bei solchen Scheißmachsachen mitmachen. Apropos, war ich da rüber mit dem Friedrichstübel. Das ist der Kindergarten, der noch auf Originalgebiet steht. Vorsicht. Und im kontaminierten Hallen hier steht. Mhm.
Originalgebäude. Ja. Ist ja nicht nochmal was verändert, gar nichts dergleichen, sondern nur Kindergarten reingesetzt. Mhm. Und da wurde damals die Uranmunition gelagert. Kinder haben keinen Stein im Garten dieser Gesellschaft. Nur Wade. Das ist der Kindergarten von hinten. Ja, das sollten wir mal messen. Fühlt sich auch jedes Kind von so einem Bretter verschleiern, oder? Ganz toll, ja. Wir sind alles Neubausiedlungen, da sind nur Familien drauf. Die leben auf kontaminiertem Gebiet. Aber das Problem war, sobald sie besoffen waren und ich gemerkt habe, dass alles ausfallen wird durch Alkohol und Co. Und gerade wenn sie Whisky gesoffen haben oder so, ich konnte es da nicht mehr dran. Ich habe die Erinnerungen von meinen Augen gehabt und hatte einfach Schiss. Ja. Und das war nur die Zeit, wo ich mich dann zu Sebastian oder zu den Leuten vom Missionswerk Jesus Christus geflohen habe, also die Leute, die Victor waren und so weiter. Mhm. Dann musste ich was einzeln machen, drehen, aus dem Gesicht wischen und versuchen, tough zu sein. Also ich zeige einfach mal Bilder von mir, unverfängliche aus dem Internet. Das habe ich dir gesagt, keine Chance hier, solange ich hier. Hier sieht man unser Stricher-Symbol, das waren die beiden Finger. Hier war ich sozusagen ein, ja, offiziell eigentlich Caddy, inoffiziell Sex-Caddy für einen Edelgolfclub. Und ja, wie gesagt, für einen Laien ist es ein ganz normales Bild. Für die Leute aus der Peter-Szene sieht es anders da aus. Hat man einfach hier unser eindeutiges Zeichen, dass man eben zu einem gewissen Zuhälter gehört und halt sogenannt Edelnutte und willig ist. Dazu kommt dann eben, was auch für einen Laien nicht offensichtlich ist, das ist alles Tommy Hilfiger-Kleidung. Wenn man weiß, Tommy Hilfiger eigentlich Designer-Kleidung. Bloß jeder höhere Pädophile, der irgendwelche Stricherzähne, also Edelnutten beherbergt, hat einfach seine eigenen Zeichen. Sind bei Hilfiger stehen geblieben. In dem Fall, das ist ein Polunder von Tommy Hilfiger. Das T-Shirt ist von Tommy Hilfiger, kann man hier sogar ganz klein wenig erkennen. Also hat es in meinem Fall geheißen, aha gut, der gehört zu Fabio Fercone. Also definitiv Augsburg, kann man auch wiederum an den Kleider erkennen. Blau, grau und nochmal grau, also es ist hier diese, so, eigentlich so beige, grau-beige kann man sagen. Kann man auch dem Foto auch schlecht erkennen, aber das ist eigentlich mehr beige gewesen. Und dann mit diesen Farben war klar gewesen, für jemanden, der jetzt in die Pedo-Szene geht und schaut auf dieses Bild hin, aha, den Jungen möchte ich haben. Ich finde ihn bei Augsburg. Kleidungsstücke, das ist dann, sieht man eben, wenn man da genauer hinschauen würde, ist man, aha, Tommy Hilfiger, also Fabio Fercone. Und das ist nicht bloß bei mir der Fall. Ich meine, andere tragen da die Unterwäsche Hensens, dann weiß man genau, das geht nach Frankreich rüber. Bei den Designerkleidungen mit Esprit, da weiß man, es geht in den Düsseldorfer Raum rüber und so weiter. Also das ist halt leider Gottes Standard und das ist halt eben so offen. Also eigentlich ist es für die Insider ist es offensichtlich und für einen Außenstehenden ist es einfach ein ganz normales Bild. Und du hast ja gesehen letztens, bei den letzten Mal, wenn wir auf die Straße, in die Straße gegangen sind, ich meine, das überall gesehen mit diesen Tags und so weiter. Es ist ja egal, wo man hingeht, es ist ja überall dasselbe. Also es ändert sich ja eigentlich gar nichts. Das ist mehr oder weniger eine internationale Sprache. Und was mich einfach frappiert ist, wir Kinder hatten unsere Sprache, ja, also wo wir untereinander waren, wie das hier eben, hat man es halt so in der Hose gehabt, als wenn man halt dieses V nach unten hatte, könnte man auch als Pyramide sehen, wenn man dann wieder auf die Illuminatis gehen möchte oder Bilderberger, aber das ist jetzt ein bisschen arg weit hergeholt. Und andere Kids hatten halt eben diese Zeichen, die Dreier hier oder eben vier. Dann hatten wir, das sind jetzt einfach mal nur so kleine
Merkmale, weil der Kinderstrich passiert ja vor unseren Augen. Also sprich, es passiert in der Trambahn, es passiert in der U-Bahn, S-Bahn, im Zug, teilweise sogar in Kaufhäusern wie Karstadt. Das war teilweise in Augsburg so der Fall gewesen. Und das kriegt man ja auch gar nicht mit, weil es ist eine ganz normale Szene. Kinder sind im Kaufhaus, gucken sich ein paar Klamotten an und sonst irgendwas und irgendwo stehen ein paar Erwachsene rum, wühlen an den Wühltischen rum und so weiter. Ist auch ganz normal alltägliche Szene. Das Einzige, was ist, dass wir streng beobachtet werden und wenn dann ein Freier zu uns kommt, der uns dann gefällt, also der meint, dass wir ihnen irgendwie gefallen müssten oder er gefällt uns, oder was auch immer, was die sich einbilden, keine Ahnung, haben die uns einfach ein Zeichen gegeben. Das wäre dann in dem Fall dieses hier gewesen. Geht ganz schnell, ob wir frei sind. Und Antwort war bei uns gewesen, wie gesagt, einfach eine Handdrehung, offene Hand, so rüber, ja, andersrum, nein. Und das läuft alles ganz nebenbei. Also wenn es einer nicht weiß und nicht mitbekommt, dann ist es einfach eine ganz normale alltägliche Situation. Bei der Trambahn zum Beispiel, schildern wir mal die Situation, angenommen, ich gehe jetzt mal wieder von Augsburg aus, da kann ich es jetzt am besten in der Szene so ein bisschen so sagen, da war es offensichtlich auch heute noch, München hat sich etwas geändert, Augsburg haben sie noch die alte Rolle sozusagen, spielen sie noch dieses selbe System, liegt aber in Augsburg daran, dass sich da alteingesessene Zuhälter befinden, die haben also an dem System noch nicht viel geändert. In München gibt es mittlerweile Variierungen. Und in Augsburg, wie gesagt, Bushaltestelle. An einer Bushaltestelle um 17 Uhr findet man nur Erwachsene, ganz alltägliche Szene. Nächste Bushaltestation sind Kinder. Auch alltägliche Szene. Das Einzige, wo man Merkmal feststellen kann bei den Kindern, ist, dass die Farbkombinationen fast gleich sind. Also in unserem Fall wäre es gewesen eben jetzt beige, so leicht grau, blau. Oder halt eben dann meinetwegen beige Schuhe. Und oben grauen Pullover und halt eben dann eine graue Hose an oder so. Es ist halt, die Farben an sich sind die gleichen, aber die Kleidungsstücke variieren, damit es sich ganz und gar auffällt, damit sich aussieht, als alle ein Dress laufen würden, dass ja keine Uniform ist. Und wir haben dann meistens unsere Rucksäcke dabei, damit es aussieht, als ob wir Schulkinder wären. Was in den Rucksäcken ist, möchte ich nicht unbedingt sagen. Es kann von SM sein bis zum Gummianzug und allen möglichen Scheiß. Aber es sind auf jeden Fall keine Schulunterlagen drin. Und dann befindet ein, das ist eigentlich so, die Preisabsprache findet bereits an der Bushaltestelle statt, wo die Männer sind. Im Bus selber oder in der Trambahn oder wo auch immer ist nur die Fleischbeschauung. Und sobald sich einer uns ausgesucht hat und sagt, okay, gut, wir müssen auf unseren Betreuer schauen, ob der dann uns Einverständnis gibt, dann nimmt das meistens bloß so kurz ab mit so einer kurzen Handbewegung, kann man kurz an der Nase machen, nicht wahr? So. Dann wissen wir, ja, scheiße, wir müssen los. Und alltägliche Situation, Bustür geht auf, ein Mann steigt aus, ein Kind steigt aus. Es ist alltäglich, man sieht ständig. Und Sache ist erledigt. Was im Nachhinein passiert ist, wie gesagt, das kriegt keiner mit. Ich möchte jetzt nicht irgendjemand was unterstellen, dass er da Mitwisser ist oder sonst irgendwas. Die einzigen, wo ich als Mitwisser sein kann und was Schofliges sind, sind die Betreuer und das eben auch Polizisten, die das wissen, was abläuft, ganz genau bezahlt werden, mitkassieren und es denen scheißegal, was mit uns passiert. Und deswegen wieder, auch wenn wir Kinder aus solchen Sachen rausholen, sind gezwungen zu sagen, geht's nicht zur Polizei, geht's nicht zur Staatsanwalt, macht keine Anzeige, nehmt eure Kinder, nehmt einen neuen Ausweis an und verzieht euch aus diesem Land. Kommt wieder, wenn euer Kind volljährig ist. Aber bis dato stillschweigen. Jetzt kommen wir zu einer russischen Internetseite, die wurde von mir schon selber bei der Polizei schon 6 oder 7 Mal angezeigt. Allein aus dem Grund, weil auch Bilder von mir drauf zu sehen sind. Lange Zeit verfängliche, mittlerweile seit knapp einem Dreivierteljahr fast nur noch unverfängliche. Ich muss dazu sagen, ich habe auch nicht mehr so genau geschaut. Auf den Seiten, die ich kannte, war das noch früher anders. Ich habe da schon mal ein bisschen was vorbereitet gehabt. Das ist die Startseite. Kann man sagen, schön, Goldhamster, Reisen, was auch immer. Es ist eine kostenlose Seite. Bloß dann gibt es eben so einen komischen Link. Der heißt
Ups, wo ist er denn? Nudity. Und wenn man dann auf diese Seiten geht, klicken wir mal drauf, Nude, also nackt, oder Nacktheit, je nachdem, wie man es übersetzen möchte. Also im Prinzip, wenn man Insider ist, kann man mit solchen Seiten sogar Nachrichten lesen. Also war für uns sogar schon klar gewesen, dass von den Zeichen, von dem, was hier bei den Kindern passiert ist, zum Beispiel in Hamburg sich irgendwas ändern wird. Und mittlerweile ist ja Ole von Beuys ja abgedankt. Also ich will jetzt da nichts Bösartiges unterstellen, aber es ist schon sehr, sehr komisch. Und jetzt habe ich einfach mal willkürlich einfach so eine Seite aufgemacht. Und kommen wir einfach mal zu den Handzeichen. Also, da muss man sagen, gibt es auch wieder zwei Kategorien. Erstens, was einem auffällt, Hilfige. Also ich könnte es jetzt speichern, könnte es vergrößern, aber das Logo hier kennt man, das ist Tommy Hilfige. Hat wahrscheinlich sehr mit meinem Zuhälter zu tun, weil mein Zuhälter ist tot, aber es könnte auf jeden Fall noch nach Augsburg führen, weil Hilfiger gilt für die Region von Augsburg bis drüber nach fast Chiemsee, teilweise sogar noch Kufstein. Kann man jetzt so erst einmal nicht erklären, kann sein, dass das T-Shirt sogar zufällig gewählt ist, dass es eins von seinen privaten ist. Also hier müsste ich jetzt wirklich teilweise Rätsel raten, außer wir finden jetzt noch Bilder, wo genauer darauf hindeuten, aber das würde normalerweise alleine von dieser Zeichen hier nach Berlin gehen. Ich gehe jetzt nochmal auf das Bild drauf an. Mit dem Gekreuzten hier zum Beispiel, das ist ein Zeichen, dass er eigentlich alles mitmacht, das heißt SM, lässt sich also auch anpissen, das sind im Prinzip die Kinky Codes. Und einen der berühmten Kinky Codes, das kann man sogar nachschauen, welche Farben zu welchen Kinky Codes gehört, kann man bei Google, rausfinden, es ist kein offenes Geheimnis. Also hier haben wir zum Beispiel, wenn man das als Kinky Code nennen könnte, könnte man so deuten, hätten wir da was Rotes, würde also auch ein bisschen auf Jungfräulichkeit und Blutsportart also hindeuten, vorausgesetzt, es ist als Kinky Code gedeutet, also man muss hier bei den ganzen Bildern immer ein bisschen mit hineindeuten können, und da das mittlerweile eigentlich zwar eine internationale Sprache ist, aber durch die verschiedenen Newcomern und durch den Neueinsteiger, was das so gegeben hat in letzter Zeit, sich doch ein bisschen variiert, kann man das in der heutigen Zeit immer so genau sagen, das war vor 6-7 Jahren noch wesentlich eindeutiger als wir jetzt. Okay. Es gibt ja Kommentarfunktion, das ist hier Kommentare zu diesem Bild. Es gibt dann, schauen wir mal, wie es bei dem hier aussieht, hier auch wieder eigentlich eindeutige Handsprache, geht aber jetzt komischerweise nicht mehr nach Berlin, sondern es geht jetzt mehr in den russischen Sektor rein. Wer mehr von diesem Blick haben will, der hat angelegt, das heißt, da ist er jetzt zum Tauschen. Hier ist ein passwortgeschütztes, das untere ist nicht passwortgeschützt. Und jetzt kommen wir wieder mal zu so einen typischen Thematiken. Das sind jetzt Bilder, die sind einfach irgendwo am Strand aufgenommen worden. Das spielt keine Rolle, wo oder sonst irgendwas. Wichtig ist nur, der Fotograf, der dieses gemacht hat, weiß, wo der Junge auch zu Hause ist. Jetzt angenommen, er hat jetzt hier auf diesen Fotos zu viele Nachfragen, dann würde dieser Junge entweder genau der oder vielleicht sogar ein ähnlicher, weil er mittlerweile zu alt geworden ist, von ähnlicher danach gesucht und entführt. Und wenn man bedenkt, dass allein in Deutschland jährlich bis zu 6.000 Kinder verschwinden, wundert mich da eigentlich nicht, sondern dann schaut, dass sogar ein Oberstaatsanwalt Vogt in Halle, der für mich wirklich ein großes Idol ist, abdankt, weil die Polizei und die Regierung nichts dergleichen tut, um solche Leute dingfest zu machen, obwohl man schon wirklich direkte Spuren zu diesen Personen hat und so weiter, dann ist das ein Armutszeugnis für die deutsche Rechtsprechung, definitiv. Also ich habe da kein Vertrauen in diese Justiz mehr. Hier zum Beispiel, wenn man das hier sieht, der Junge, der gibt schon lange, ich glaube auch schon gar nicht mehr, dass der am Leben ist. Den haben wir zum ersten Mal auf solchen Seiten gesehen, das war vor 3 Jahren. Und damals auch mit einer klaren Ansage sozusagen, dass er zum Kaufen ist.
Und normalerweise werden wir nicht älter als 16. Das heißt, also auf dem Bild dürfte vielleicht 14 schon gewesen sein. Jetzt ist es 3 Jahre her. So gehe ich mal davon aus, dass der nicht mehr am Leben sein wird. Hamburg rauf, in die Hamburger Szene. Das heißt also, alles was Hamburg betrifft, sieht man keine Kinder mehr, die irgendwie mit Handzeichen was werben, sondern man sieht 6 Comics, die gezielt in die Region nach Hamburg werben. Also bestimmte Zeichen, die gleichen Zeichen. Richtig. Und da ist einer mit Nummer schon auf dem Körper. Der ist mit Nummer. Also da ist, wenn sowas passiert, leuchten bei mir eigentlich die Alarmglocken, weil das ist genauso, was ich vorhin mit dem einen gesagt habe, der wird zum Verkaufen. Also er ist auch in diesem Alter knapp 14, 13, 14. Das heißt also, er ist in der Szene, nennt man das verwertbares Alter. Mit anderen Worten, noch ein bisschen auf den Strich geschickt und später lebendiger Organhandel. Also ist das Schicksal dieses Jungen besiegelt, sobald er gekauft wird. Ja, alles frei zugänglich jetzt hier und das ist, an die Polizei. Das ist alles frei zugänglich. Wie gesagt, ich habe die Seite schon mittlerweile mehrmals angezeigt. Es passiert nichts. Also absolut nichts. Gut, sie haben sie mittlerweile abgeschwächt. Man findet keine direkten nackten Kinder mehr in dem Sinne. Aber ob ich jetzt ein nacktes Kind versteigere oder so, spielt für mich keine Rolle. Absolut nicht. Und die können dann ja untereinander dann auch die härteren Fotos. Die können untereinander natürlich die härteren Dinger tauschen, weil das ist ja, wenn man jetzt mal schaut, das ist dieses Boys in Ho. Der hat ja hier, gut, der hat das nur eine Dinge, aber es gibt natürlich auch andere, die haben passwortgeschützte Seiten, logischerweise. Hier zum Beispiel dieser hier, der Ala Aka Oliver, das ist auch auf dieser IMGSRZU-Seite da. Den haben wir ausfindig gemacht, das ist eine Selbsthilfegruppe, eine katholische für pädophile junge Männer. Und mal schauen, was so eine Selbsthilfegruppe für pädophile junge Männer so anbietet. Und dann, naja, okay. Also, wenn es nicht so traurig wäre, ist es schon fast bitter Sarkasmus. Es ist alles andere für mich als wie eine Selbsthilfegruppe für pädophile Männer. Also, jetzt muss man sagen, warum eine spanische Zeitung? Das ist auch ein Ablenkungsmanöver. Also die wenigsten, die jetzt hier eine spanische Zeitung in der Hand haben, sind doch dann wirklich, würden die Spur nach Spanien gehen. Zumal die Spur der Handzeichen, sofern man sie findet, mehr in die Düsseldorfer Region gehen. Das erkennt man jetzt an dieser offenen Handgeste hier. Also das ist jetzt wirklich mehr Ruhrpott-Gegend. Eigentlich wollte ich mal auf die Handzeichen gehen, weil ich sagte, es ist eigentlich egal, wo man, was man anschaut. Hier, solche sind auch bedenklich, weil das ist nämlich in der Schulklasse aufgenommen worden. Das heißt, es gibt irgendwo einen pädophilen Lehrer zum Beispiel. Und Der die mit anbietet. Der nah an die rankommt. Richtig. Hier zum Beispiel sucht einer Bilder von mir. Und hat aber keine Antworten bis jetzt bekommen. Ja, von dir gibt es ja genügend Bilder. Von mir gibt es genügend Bilder. Also das Augen, was er drin hat, mit dem Auge das Bild. Das kann ich mal. Das habe ich auch, ja. Also. Und wie gesagt, das ist einfach eine ganz normale Seite. Ich möchte jetzt nicht auch nicht Werbung machen für diese Seiten, aber das Problem ist einfach, es passiert unter uns, mitten unter uns. Und ich möchte eigentlich bloß einmal einen Blick drauf schärfen, wie eigentlich unsere Justiz arbeitet. Und wenn man nähere Auskünfte haben möchte, ich bin mir sicher, bei dem Kinderschutzverein Dunkelziffer e.V. Okay. Und wie gesagt, hier geht es eigentlich um unsere Kinder. Und das sollte man uns mal klar sein. Es geht nicht um mich, ich habe meine Kinder hinter mir. Sondern es passiert noch weiter. Und wenn man seine Augen mal aufmacht, Münchner oder Augsburger Kinderstrich und so weiter, dann passiert das genau vor unseren Augen. Und nur Eingeweihte laufen dran vor. Also laufen, können nicht dran vorbeilaufen. Sie gucken hin oder holen sich ein Kind oder versuchen zu helfen. Und wenn man mit anderen Leuten, die kriegen es gar nicht mit. Und wenn man
manche darauf hinweist, dann heißt es, oh Gott, will ich gar nicht wissen. Aber man muss auch sagen, es ist gefährlich, da jetzt auf eigene Faust zu meinen, man müsste die Leute mal ansprechen oder so, weil die sind natürlich skrupellos. Die sind skrupellos, also das ist natürlich das Nächste. Also wir reden ja nicht von Leuten, die irgendwo ein Nachbarskind missbrauchen, sondern wir reden hier von organisierten Banden. Das ist das Nächste. Deswegen habe ich auch ein paar Hunde hier bei mir und das ist immer, fühlt man sich ein bisschen noch sicherer.